Ich hatte die Schnauze voll die ganze Zeit nachts über zu frieren. Da höre ich gerade Wildschweingeräusche. Die Southwasser ist immer noch geil. Ohne den würde ich die ganze Zeit hungern. Mir ist so richtig kalt. Ich bin die gesamte Nacht lang am Frieren. Ich habe kein einziges Auge zugedrückt. Es ist verdammt, verdammt kalt. Es ist total anstrengend. Tag 5 ist angebrochen. Und die Nacht, die war schon wieder so richtig kalt gewesen. Ich habe teilweise gefroren, ich habe sogar gezittert. Das war voll unangenehm. Aber guck mal hier. Guck mal. Na gut, jetzt sind schon wieder diese dreckigen Wolken da. Aber eben gerade habe ich gesehen, dass da so ein bisschen, so ein paar Sonnenstrahlen war. Das heißt, heute ist besseres Wetter als gestern. Und jetzt mache ich Strich Nummer 5. Genau, das hier, das ist fünfter Strich für Tag 5, dass heute Tag 5 angebrochen ist. Deswegen habe ich das hier so gemalt. Das heißt, die nächste Nacht wird die fünfte Nacht sein. Und morgen kommt Tag 6 dran. Und Leute, ich habe heute schon wieder so richtig beschissen geschlafen. Erstmal die Kälte, die mich gar nicht schlafen gelassen hat. Also ich habe teilweise habe ich sogar gezittert vor Kälte. Und dann auch noch diese kleinen Tiere. Diese ganzen Raupen und Spinnen, die sind die ganze Zeit über mein Bein und über mein Gesicht geklettert. Das war voll nervig. Und dann auch noch dieser Schlafkomfort. Dass hier, genau hier an dieser Stelle, überall diese scheiß Wurzeln sind. Ich mag die Wurzeln nicht, die stören mich total. Also wenn ich einen Gegenstand mitgenommen hätte, dann wäre es in diesem Fall auf jeden Fall ein Schlafsack. Weil es macht keinen Spaß, die ganze Nacht lang zu frieren, nicht schlafen zu können und bis zum nächsten Morgen, wenn es hell wird, warten zu müssen, damit man schlafen kann, wenn es ein paar Grad wärmer wird. Deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn es so langsam hell wird. Geprost! Ich grüße Aki! Ich grüße Malze! Ich grüße Nico B! Ich grüße Steffen G. Auf dich werde ich ja 2 Bierpowers machen gehen. Bierpower 1, Bierpower 2. Ich grüße Nesbeut! Ich grüße Janaya! Ich grüße dich, Hansi 1962 Krämer. Auf dich werde ich jetzt auch 2 Bierpowers machen gehen. Bierpower 1! Bierpower 2! Hetschiai! Hetschiai! Ich habe gerade geschätzt eine Stunde gewartet und guck mal, die Sonne ist wieder draußen. Das ist richtig geil. Und wisst ihr, was noch besser ist? Die Wolken, die werden immer weniger. Das klart auf jeden Fall langsam auf. Das heißt, ich kann mich zum ersten Mal seit vorgestern so ein bisschen aufwärmen. Über die Sonnenstrahlen. Das finde ich richtig geil. Aber die Luft ist noch voll kühl. Aber ich werde erstmal eine Runde Wasser saufen. Das ist kaltes Wasser. Das hält meinen Körper kalt, weil ich daraus noch mehr trinke. Endlich. Sonne, Wolkenfreiheit und endlich mal ein Wetter, wo ich mich vernünftig aufwärmen kann. Endlich ist mir nicht mehr so kalt. Es wurde auch richtig Zeit. Diese Kälte, die hat mich auch richtig runtergezogen. Ich chill hier gerade am Fluss und genieße die Sonnenstrahlen. Das finde ich richtig geil. Da müssen noch mehr davon kommen. Und ich feiere das, dass das hier alles gerade wolkenfrei ist. Das finde ich richtig geil. Es wird auch wieder Zeit.
Ich hoffe, dass die nächsten Tage genauso sein werden, dass die ganze Zeit so wolkenfrei ist. Und ich hoffe, dass die nächsten Nächte nicht so kalt werden. Ich hatte die Schnauze voll, die ganze Zeit nachts über zu frieren. Leute, es ist endlich warm genug, dass ich nicht mehr im Pullover rumlaufen muss. Das finde ich richtig gut. Und darauf werde ich gleich Beeren fressen. Hier vorne sind Blaubeeren. Blaubeeren sind cool. So, weil ich hier unten nur das gefunden habe, was ich gefunden habe zum Essen, werde ich nach da oben hinlaufen, um noch mehr Sachen zu suchen, was man auch essen kann. Das mache ich jetzt. Guck mal, da ganz hinten an diesen Hügel. Da höre ich gerade Wildschweingeräusche. Aber die sind ein bisschen zu weit weg. Und die sind auch höre ich extrem leise. Kann man auf der Kamera nicht auffangen. Und ach so, vorhin habe ich auch da ganz hinten Rehe gesehen, wie die hier hochgeklettert sind. Aber das waren richtig ausgewachsene Dinger. Die waren so groß wie so ein Hirsch. Aber da hatte ich die Kamera nicht in der Hand gehabt. Guck mal, hier vorne sind ganz viele Heidelbeeren. Ich werde diese fressen. Heidelbeeren sind immer noch cool. Die hier, die sind giftig. 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 Die hier, die sind nicht giftig. Die sind immer noch nicht giftig. Scheiße gefunden. Scheiße gefunden. Scheiße gefunden. Scheiße gefunden. Ich glaube, bis auf diese eine Blume und noch mehr Heidelbeeren und noch mehr Blaubeeren habe ich sonst nichts weiter gefunden, was man fressen kann. Also wo ich genau weiß, dass man das fressen kann. Und ich habe Scheiße gefunden. Und jetzt gelaufe ich den ganzen Berg wieder runter. Bis da ganz unten hin, wo mein Shelter ist. Und dann gelaufe ich zum Fluss, um dort Wasser zu saufen. Ich glaube, genau das mache ich jetzt. Ich habe richtig voll Bock auf Wasser. Ich bin runtergelaufen und hier vorne ist dieser Fluss. Sauffluss. Dieses Saufwasser ist immer noch geil. Guck mal, weil ungefähr der halbe Tag hier die Sonne drauf geschienen ist. Also gut, manchmal sind da vielleicht auch ein paar Wolken gekommen, aber trotzdem ganz lange war blauer Himmel gewesen. Und genau, ich hoffe, dass dieser getrocknete Gras nicht mehr feucht ist oder trocken. Deswegen werde ich ein bisschen getrocknetes Gras, es ist ganz minimal feucht, aber sonst ist es an sich trocken. Genau, ich werde mehr getrocknetes Gras rausrupfen und das hier zu meinem Schlafplatz hin mitnehmen, damit ich da das weicher machen kann. Ich glaube, genau das mache ich jetzt. Ich habe ein bisschen getrocknetes und ich habe ein bisschen getrocknetes Gras gesammelt. Das ganz minimal feucht ist. Aber ich habe nur dieses getrocknete Gras genommen, was nicht zu nass ist, sondern nur ganz minimal feucht. Alles, was zu nass ist, habe ich da gelassen. Und da ist nur so ein bisschen rumgekommen. Das heißt, ich hoffe, dass morgen kein Regen kommt. Und dann werde ich morgen noch mehr getrocknetes Gras sammeln gehen, damit ich es weicher habe. Aber das, was ich gerade dahin geworfen habe, das war das, was fast komplett trocken war. Also das war das Einzige, was ich gefunden habe. So werde ich heute schlafen. Ganz sicher. Die Sonne ist am Untergehen, aber die ist noch nicht komplett unten, aber die wird gleich unten sein. Und dann wird es dunkel. Und guck mal, mir ist etwas unter meinem verransten Gehirn etwas eingefallen.
was ich erzählen kann. Und zwar, bei den meisten Touren habe ich richtig Freude drum, ganz viel Bier zu trinken. Und irgendwie angeheitert rumzulaufen. Und ich hatte irgendwie auch immer wieder Kommentare gehabt, dass einige sagten, dass ich irgendwie ein Alkoholiker sei oder alkoholabhängig oder so. Und das muss ich auf jeden Fall widersprechen. Weil wenn ich jetzt alkoholabhängig wäre, dann könnte ich jetzt so einen Selbstversuch nicht starten ohne. Ich habe kein Problem damit, 7 Tage auf Bier zu verzichten. Oder auf sonstige alkoholische Getränke. Und Leute, man darf niemals von irgendetwas abhängig sein. Man darf nicht zu viel saufen. Das ist ganz wichtig. Man muss immer Pause dazwischen machen. Und hier, es gibt ja viele Leute, die sich jedes Wochenende besaufen. Zum Beispiel in der Kneipe oder unter Freunden oder so. Und bei mir ist das halt so, dass ich anstatt das lieber eine Tour mache mit ganz viel Bier trinken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich irgendwie in so einer Kneipe zu besaufen oder irgendwo bei irgendjemandem zu Hause wesentlich ungesünder ist, als wenn man Bier trinkend eine Tour macht. Weil wenn man Bier trinkend eine Tour macht, dann schwitzt man extrem viel Alkohol raus, bevor es in den Leber landet. Aber natürlich, denkt dran, Alkohol ist ein Nervengift und ist natürlich nicht gesund. Aber wenn man es macht, dann lieber mit Bewegung anstatt sitzend. Die Sonne geht immer weiter runter. Und je tiefer der runter geht, desto kälter wird das. Und ich sehe schon kommen, das wird schon wieder eine richtig kalte Nacht. Und ich gehe sehr stark davon aus, weil wirklich die ganzen letzten 4 Nächte jeden Tag kalt war, beziehungsweise 5, weil ich bin ja einen Tag vorher noch, habe ich draußen gepennt, in so einer Schutzhütte. Und wirklich jede einzelne Nacht war so kalt gewesen, dass ich kaum schlafen konnte vor Kälte. Und dass ich jedes Mal bis zum nächsten Vormittag warten musste, also bis zum nächsten Sonnenaufgang, damit ich schlafen konnte. Also damit ich Schlaf nachholen konnte. Und das ist richtig nervenzehrend. Und ich merke das absolut so richtig, dass Minute für Minute die Temperatur jedes Mal so ein kleines Stück weiter runterfällt. Das ist unglaublich. Das ist richtig widerlich. Es ist zwar eine richtig geile Location, die auch gut aussieht, also für so einen Selbstversuch. Aber dass die Nächte immer hier in dieser Stelle so extrem kalt sind, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Also wenn ich für den Fall, falls ich nochmal genau hier in dieser Stelle sowas Ähnliches machen sollte, was ich nicht glaube, aber wer weiß das schon, dann werde ich mir auf jeden Fall davor eine ordentliche Jacke besorgen. Und nicht diese 3 Billigpullovers, die ich anhabe. Die sind so verbilligt, dass die diese Kälte hier nicht aushalten. Ein bisschen Armbrot fressen. Das ist immer noch das ist immer noch Baumrinde. Die 3. Schicht davon auf jeden Fall. Die ist richtig geil, nährstoffreich. Ohne den würde ich die ganze Zeit hungern. Aber der hier, der sättigt auf jeden Fall. Die Nacht ist angebrochen und ich werde mich so langsam pennen legen. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich später schon wieder die ganze Zeit ständig wach werde, weil es zu kalt ist. Weil mich die Kälte schon wieder nicht schlafen lässt. Das wird gleich so richtig nervig sein oder später. Also jetzt ist das noch nicht so kalt, aber ich würde sagen, in den nächsten 1-2 Stunden wird das schon wieder viel zu kalt sein. Da bin ich mir ganz sicher. Da freue ich mich gar nicht drauf. Das wird so richtig widerlich sein. Das sind meine letzten Worte für heute, voraussichtlich. Mir ist so richtig kalt. Ich bin die gesamte Nacht lang am Frieren. Ich habe kein einziges Auge zugedrückt. Und es ist zwar noch dunkel, aber das sieht so aus, als dass es so langsam heller wird. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten 1-2 Stunden die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Und wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dann werde ich mich einmal kurz aufwärmen gehen. Und wenn das passiert ist, dann werde ich mich auf jeden Fall nochmal hinlegen und Schlaf nachholen. Weil ich hatte die gesamte Nacht lang gefroren und gezittert. Ich konnte kein Stück schlafen. Das ging gar nicht klar. Ich glaube, das war bisher die kälteste Nacht.
Und das war unglaublich unangenehm. Das war richtig widerlich. Ich bin froh, wenn die Nacht zu Ende geht. Und wenn die Sonne mal rauskommt. Das sieht so aus, als wenn das klarer Himmel ist, was sehr gut ist. Es ist verdammt, verdammt kalt. Das macht wirklich keinen Spaß, ohne Schlafsack bei so kalten Nächten irgendwie draußen zu pennen. Das ist total anstrengend. Hier vorne geht's zu Tag 6 vom Selbstversuch. Aber falls Tag 6 noch nicht veröffentlicht sein sollte, kommt hier eine Serie, wo ich mit 30 Kilo Startgewicht auf die Zugspitze hochgelaufen bin. Das müsst ihr euch alle geben.